will nicht mehr so sein, wie ich bin. Doch die Sucht kam viel zu früh und bitch, sie bleibt in mir drin. Ich will morgens aufstehen und mich gut fühlen, doch der Teufel. Wir fahren heute auf ein Festival und gehen jetzt gleich frühstücken mit Philly. Wir warten auf David und auf Kevo. Den fahren wir heute zu viert dahin und morgen spielt Kevo noch eine Show wieder als DJ. Das werdet ihr wahrscheinlich auch in dem Vlog sehen. Ich versuche euch so viel privat wie möglich reinzuschneiden, aber auch ein bisschen Show natürlich. Also erstmal gehen ich und Philly frühstücken. Es ist, ich zeige euch das, 9 Uhr morgens. Oh Mann, ich habe keinen Bock. Und Philly ist noch auf Entzug sogar, Leute. Also wir gucken mal, was das wird hier, ne? Was geht ab, Freunde? Wir sind fertig mit dem Frühstücken. Sind bei Philly. Ich zeige euch das einfach. Wir gehen hier lang. Da versteckt er sich doch. Was hat auf Cam, was ich gemacht habe? Ja, da, ich weiß nicht, wie du dich angespritzt hast, deine Kette oder so? Ja, weil das stinkt. Was? Gerade eben, ich riech das ganz. Jetzt riecht nice, aber gerade war irgendwie nicht nice. Die Box, in der ich das lager oder so, stinkt for real, Digga. Ich mein's. Ernst? So. Ja. Jungs, ihr seht, der Typ ist auf den Kopf gefallen. Ein Bett, Hundeplatz auch noch. Das ist mein Entzugsbett. Ist zu warm wird im Bett, Digga, mit der Gurke im Arsch da, Digga. Und der Kotz einmal, Digga, ist leer. Das ist doch ein gutes Zeichen, Alter. Ja, Leute, das sieht doch top hier aus, Alter. Der ist leer. Hier sieht auch gut aus. Oh Mann, wir warten jetzt auf Freven und auf Bunderboy, ey. Habt ihr Lust auf 7 Stunden Fahrt? Yeah! Yeah! Oh, doch, Wunderboy! So, Leute, wir sind auf der Suche nach. Ich weiß gar nicht genau, was. Nach meinem Erfolgsrezept Autotune! Ach so, ja, nach dem Autotune-Gerät, genau. Und es ist nirgendwo zu finden, ich sag euch das wirklich. So, Leute, im Studio wird es nicht gefunden, wir müssen weiter gucken. In der Bude. Hier ist Bombe eingeschlagen, nicht wundern. Nee, hier ist nicht. Und Freunde, Papa hat's gefunden. Mach das, Digga! Ich liebe dich dafür, dass du hier sauber machst und du wirst auch bezahlt dafür und so. Aber versteck nicht wichtige Sachen von mir in irgendwelchen Räumen, Digga. Leute, wir sind schon 3 Stunden unterwegs. Ich hab keine Lust mehr. Das ist Philly. Oh. DJ Sleeper. DJ Sleeper. Wunderboy. Ja. Geht ab, Jungs. Oh, Leute, wir sind angekommen. Die Polizei wartet schon auf uns. Freunde, wir sind angekommen im Hotel endlich in Offenburg. Digga, wir sind for real um 11 Uhr morgens losgefahren. Es ist jetzt 19.30 Uhr. Arsch brennt. Arsch brennt, richtig. Damit ihr überhaupt mal wisst, was wir hier machen. Das, was wir immer machen, wir spielen halt eine Clubshow. Allerdings eine lustige Clubshow, weil ich bin nicht der einzige Künstler, sondern auch noch Chiago und Fordy und ich in einem Club, in dem ich auch schon mal war. Diesen Etage 1 Club, da war ich schon mal vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren oder so und hab eine Show gespielt. Und morgen fahren wir dann nochmal wieder entspannt 5 Stunden oder so zurück nach Hannover und da geht dann einfach nur Clubabend, wo der Kollege hier wieder ein DJ-Set macht und so und wir einfach nur Blasen bei ihm, damit er gute Musik spielt einfach. So Leute, ich zeige euch mal ein bisschen die Crib von mir und Fluffy. Hier, geile Badewanne für uns beide, eine kleine Toilette, kleine habe ich noch nie gesehen. Hier sind wir. Dann sind wir, was? Keine Steckdosen im Bett. Oh, ich hab und ich hab, ja, das ist hier, was ist hier? Nichts, aber David und ich, was wir natürlich nicht machen, Leute. Rauchen. Wir können rauchen, richtig rauchen. Alter, hier sieht uns auch niemand einfach. Geil, Mann. Leute, man kriegt hier Jackies aus dem Automaten. Das mehr als korrekt. Wir gehen jetzt mal kurz zu Philly, wenn der Wichser mir die Tür aufmacht. Das war ein bisschen doll, Digga. Da ist er doch, mit Fliefe auch. Hast du eine Dose, Digga? Ich hab das gerade meinen Jungs und meinen Internetfreunden erzählt. Wenn der Vlog rauskommt, kannst du wissen, woher ich die her hab. Achso. Dann gibst du mir wieder, Digga, sonst... Was ist dagegen, Digga? Hier passen wir zweimal rein, zusammen einfach. Moment, ich hab Gürtel vergessen. Und? Einmal Shoutouts an Justin, Digga. Ich sehe das jetzt erst. Vor 43 Wochen schickt er mir Tattoo, Digga. Purpose Party Tattoo, man. You crazy dog. Das ist das Erste, was ich... Fetten Fight gegen Scheibe gehabt. Du bist dagegen gelaufen. Ey. Und schau das an das Hotel, Digga. Wir bekommen die Aufnahme von der Überwachungskamera. Die kommen jetzt. Guckt euch das an. So, die Schlange ist auf jeden Fall mehr als nur voll. Heute ein bisschen Chile. Wir haben heute entschieden, wir spielen die gar nicht. Wir Chile heute noch. Ah, mir spielt die Clubshow heute, wir chillen. Saufe, knabbere Chile. In deiner Instagram-Story mein Hotelzimmer geleakt. Ja, damit die auch bei dir reinstellen. Ja, ich sehe schon. Ihr seid die besten Jungs.
Das sind einfach Riesenpizzen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber... Bitte, oh, bitte. Guck mal. Leute, heute wieder Demon Time. Eklige Demon Time. Und der Typ muss den Tisch aber machen, weil er alles fickt immer. Alter, einfach hier sind zwei, drei... Alter, Mutti-Zettel. Oh nein, 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 nicht ihr. Bei denen habe ich noch Schulden. So, Jungs, kleine Fortschrinke. Ich hab da auch den halben Stand zerstört. Für die Chiago. Demon Mode. Demon Mode. Wir freuen uns auf den Auftritt, Alter. Ey, Disco Party Sahne, Disco Party Sahne. Disco Party Sahne, Disco Party Sahne. Ich bin so wie eine Sonne, Brille, bin auf Nase. Wilmersdorf ist so wie K, ich bring es auf die Karte. Ich hab keine Flagge in der Hand, doch hab ne Fahne. Auf und nur! Schon! Ich bin hier für Disco Party Sahne, Disco Party Sahne. Ich bin so wie eine Sonne, Brille, bin auf Nase. Wilmersdorf ist so wie K, ich bring es auf die Karte. Leute, wow. Ey. Schaut. Nee, erstmal, ey. Ernsthaft, Leute? Oder bei die Fische. Ich hab den Brio das erste Mal kennengelernt und auch das erste Mal eine Live-Show von ihm gesehen. Wow. Das war Ende. Du bist ein Live-Maschine. Also, was der da gemacht hat, ihr habt das war einer der besten, die ich je gesehen habe, gefühlt. 100%, 100%. Und ich weiß auch, ich werde es heute nicht mehr toppen. Also ich weiß wirklich zu 100%. 100%? 100% scheiße, ob ich halt hier Headliner bin. Das war Endlevel, Digga. Das habe ich auch noch nicht erlebt, Digga. Der Typ war crazy, Digga. Er spielt drei Songs aus und dann er sagt, ey, ich will jetzt auch einfach noch kurz DJ sein und so. Genau, DJ-Pool, Digga. Kennt ihr DJ Agu eigentlich? Kennt ihr DJ Agu? Ey, Bruder. Das war Top-Level, wirklich. Das war crazy shit, bro. Signing. Maske auf, nicht umdrehen. Signing. Man hat keine Maske auf, weil wer muss eigentlich auch unterschreiben. Wir können den Jungen nicht zeigen, leider. Ey, warte, Digga, den mach ich einfach. Ey, ich wollte gerade sagen, ich mach dem hier einen Thesen-Face-Tag. Ein Thesen-Face-Tag. Das wäre voll krass. Ein Thesen-Face-Tag? Aber hier ist es ja einfach. Ich wollte ihn das gerade hier hinmachen, aber hier ist es ja schon. Mach noch eins. Ja. Digga, da, oh mein Gott. Oh mein Gott. Was dann? Die denken, irgendeiner hat das beschmutzt. Oh, das war die schönste Unterschrift, die ich je gemacht habe. Ey, Jungs, sorry, ich weiß nicht, was los ist. Ich mach jetzt eine richtig gute, Digga. So soll die eigentlich aussehen, Freunde. Eigentlich so. Okay, zeig mal. Aber manchmal auch so. Meine Prinzen kommen auf Klo noch nur zum Rasten, und ihr war friedlich, aber jetzt wollen wir euch rasten. Karkassen, Piri auf sein Kopf, ich mach Bild und Timbit, Chin und geh vielleicht heute Abend doch. Meine Brudis sind already, ja das geht dann immer mal. Ja, sie sagen mir dann ein, wie soll ich mit deinem Chicken Top, ja. Ist ja hier so eine Abi-Party, glaube ich. Hier sind bestimmt gerade ein paar Leute, die ihr Abi gemacht haben. Seid mir nicht böse, ne, ey. Seid mir nicht böse, Jungs. Und Mädels. Aber auf der Bühne hier stehen gerade nur Hauptschüler. Schaut, das ist so schön, ja. Ich liebe euch doch alle. Und jetzt habe ich so einen Song. Da passt der Name vom Song eigentlich ganz gut zu dem Thema, was ihr da gemacht habt. Und so ja fucking Abiko made it. Willst du nach Hause? War gar nicht geil? War geil, aber ich will nach Hause. Okay, morgen auch kein Set? Morgen Set, aber ich will nach Hause. Okay. Maguire, Philly? Normal, ey, sei normal, Mann. Das ist krass gewesen.
Ich bin richtig aus dem ausgewichst. Ja. Soll ich jetzt zu sein, oder? Ich will auch nach Hause, wie Kevo. Ich möchte bei ihm schlafen. Er trinkt nicht nur Cola, will ich dazu sagen. Das ist nur Cola. Ist es nicht, ist es nicht, 100%. Freunde, ich bin wieder beim Hotel mit Kevo. Deines und Dave sind noch im Club geblieben, Digga. Ja, du kannst ihn nicht filmen. Was? Du kannst ihn nicht filmen, weil er hat keine Maske. Ich filme mich, du Spasti. Guck mal, wo die Kamera hin zeigt. Du gleich umdrehst, du Affe. Ich drehe nicht um, ich werde hier keine Gesichter liegen von Chiago. Er hatte sie an, er hat sie gerade abgesetzt. Ja, ja, ich hat die ganze Zeit an. Er hat sie immer nie in meinem Leben abgesetzt. Freunde, was geht ab? Ich hab nicht mein Handy. Wartet. Ah, hier. Es ist fucking kurz vor 9. Ich hab nicht eine Sekunde geschlafen, Digga. Und ich hab auch einfach mal wieder die Kamera von Linus bei mir im fucking Hotelzimmer, weil Linus wieder nach meiner Clubshow mit David noch 5 Stunden im Club geblieben ist. Ich hab die ganze Scheißnacht nicht gepennt, Digga. Ich werd gleich im Bus 5-7 Stunden einfach pennen, Digga. Ganz wichtig. Immer machen bei jedem Hotel. Wer das nicht macht, Loser on guard. Und jetzt fahren wir nachher wieder schön stundenlang mit die rote Booster, wie man das sieht, fahren wir stundenlang wieder durch ganz Deutschland, Digga. Und dann geht's heute Abend wieder in Club. Clubshow, ich kann nicht mal mehr reden, Digga. Und dann geht's nachher wieder in Club, weil DJ Tracky, DJ Kevo, DJ Glasscheibe ist mein Gegner, Digga, wieder ein Set spielen und wir wieder Party machen. Ich bin fucking tot. Freunde, ich hab immer noch nicht gepennt, Digga. Hab ich euch gerade eben schon erzählt. Jetzt habe ich mich aus dem Hotelzimmer verpisst, Digga, und hab ihn angeschrieben, er soll den Bus aufmachen. Und dann lege ich mich einfach in den scheiß Bus, Digga, und bin da jetzt drin. Was war das schon wieder für ein Trip? Oh, Digga, okay, Ami ist im Wasser, Digga. Ey Leute, ich und David, wir sind blöd gegangen in der Nacht. Ey Wunder, kannst du gucken kurz? Ey Wunder, fickt euch, Digga. Wo ist die Kamera? Ich will ihn mir hier hinten. Er hat einfach ganzen Dreier sitzen, der Bastard. Und ich muss hier mit 3 Leuten sitzen gleich. Die Jungs bereiten sich vor auf die 8 Stunden Fahrt. Wieder Kater ohne Ende, Digga. Wieder wieder Chili, wieder Saufen. Heute Chili. Philly ist hier am Schlafen. Er hat gerade so geschnarcht einfach. Echt? Ja, Digga. Wenn er bei mir schneit, hau ich ihn. Ja, wir sind auf der Rückfahrt und guck mal. Wunder schläft, als wäre er zu Hause einfach. Was geht ab? Er hat auf jeden Fall die beste Platz von allen.